Freunde, ich gebe es zu, ich habe ein Herz für die Schwachen. Sie werden übersehen, unterschätzt oder als Unkraut beschimpft. Dabei gibt es das doch gar nicht. Die Pflanze hat ja kein Gewissen. Sie plant ja nicht, hier mache ich mich jetzt erstmal breit. Sondern das ist ein ganz schöner Job. Auf offenem Boden, in Pflasterritzen, auf gestörten Standorten, wo man ständig auf dich drauf tritt und die irgendwelche Gliedmaßen abreißt. Aber genau das ist ihr Job im Ökosystem. Und das ist wichtig. Naja, schauen uns das kleine Geschöpf mal lieber genau an. Die Purpurtaubnessel, Lamium purpureum. Der Gattungsname Lamium kommt also vom griechischen Wort für Rachen und rührt bei den Taubnesseln von deren Blütenform. Das Artepitheton purpureum ist auf die Blütenfarbe zurückzuführen. Blühend findet man diese Art schon ab März, aber sogar bis in den Oktober hinein. Auch diese Taubnessel bildet charakteristisch für die Familie der Lippenblütler eine Lippenblüte aus. Diese ist in Ober- und Unterlippe geteilt und zygomorph, also mit einer Symmetrieachse. Die helmförmige Oberlippe birgt die vier Staubblätter mit orangenem Pollen. Zwei davon sind länger und zwei davon sind kürzer und ihr wisst, alle tragen Bart. Kommt nun ein Insekt vorbei und zwängt sich in die enge Blüte, dann löst auch dieser Mechanismus aus und die Oberlippe drückt sich mitsamt des Pollen auf den Rücken des Insekts. Und damit fliegt es dann eben fröhlich davon. Und die Taubnessel kann sich sicher sein, dass es gute Bestäuberdienste leisten wird. Die Unterlippe ist hier nur zart gefleckt. Die Blüten sind insgesamt deutlich kleiner, die Kronröhre ist schmaler, aber dennoch sehen sie im Verhältnis zur kleinen gedrungenen Pflanze eher groß aus. Der Blütenstand wird insgesamt als Scheinquirl bezeichnet, weil die Blüten in Etagen zu mehreren rund um den Stängel verteilt sind und doch botanisch keinen echten Quirl, sondern Thyrsen bilden. Die Purpurtaubnessel bedient sich der Insekten und bei Ausbleiben auch der Selbstbestäubung. Bestäubende Hautflügler wie die Bienen werden mit Nektar belohnt. Für ein paar Eulenfalter hat sie Bedeutung als Raupenfutterpflanze. Bei dieser Pflanze ist der Stängel vierkantig und entsprechend stehen sich die Blätter wieder kreuzgegenständig angeordnet gegenüber. Es stehen also immer zwei Blätter genau gegenüber und die nächsten beiden darüber und darunter stehen dann um 90 Grad versetzt. Die Blätter selbst sind dreieckig bis eiförmig. Behaart und der Blattrand ist hier eher stumpf gezähnt und ein wenig stark eingeschnitten. Die unteren Blätter sind in der Regel lang gestielt und die oberen eher sitzend. Der Stängel ist also vierkantig und niederliegend aufsteigend. Die Pflanze ist besonders im oberen Teil oft rötlich überlaufen. Es wird eine Klausenfrucht ausgebildet und die Samen darin werden per Autochorie, also Selbstausbreitung, durch Bewegungen der Mutterpflanze bzw. durch Spannungen der trockenen Kapsel verstreut. Auch Tierausbreitung ist hier möglich und durch diese Ausläuferbildung kann sie sich auch vegetativ gut vermehren. Was die Lebensformen angeht, ist diese Art etwas Besonderes. Denn sie blüht und fruchtet nur einmal im Leben, wie eben die einjährigen Therophyten. Aber dennoch kann sie länger überdauern, bis es soweit ist. Es muss also nicht zwangsläufig in einer Vegetationsperiode geschehen, weshalb sie durchaus zu den ausdauernden Pflanzen gezählt werden kann. Daher erhält sie jetzt zusätzlich die Lebensform Monocarpa hemicryptophyt. Das müsst ihr euch nicht merken, aber wenn ich diese Kategorie nun mal hier stehen habe, dann muss ich dazu natürlich auch Rede und Antwort stehen. In der Pflanzenheilkunde hat diese Art eine eher untergeordnete Bedeutung. Aus ihr wird Tee gewonnen und innerlich bei Frauen oder Blasenleiden, Husten, Darmbeschwerden oder äußerlich bei Verbrennungen und Verletzungen angewendet. Zu den wertvollen Inhaltsstoffen zählen unter anderem ätherische Öle, Vitamine und Gerbstoffe. Die Purpurtaubnessel ist in Deutschland heimisch. Sie kommt in rund 99% der TK25 Blattschnitte vor und gilt auf nationaler Ebene, wie auch in den Bundesländern, nicht als gefährdet oder besonders geschützt. Standortlich mag es diese Pflanze nach den Ellenbergschen Zeigerwerten halblicht, frisch, schwach basisch und nährstoffreich. Entsprechend ist die Klassencharakterart der Stellarietea, der sogenannten Vogelmieren-Acker-Unkrautgesellschaften. Sie findet sich also vor allem in Ruderalfluren, wozu eben auch die Ackergesellschaften zählen, was ihr einen trivialen Namen einbrachte.